Hallo liebe Freunde, heute habe ich aus gegebenen Anlass eine Kleinigkeit für euch vorbereitet, auf die ihr möglicherweise schon sehr lange gewartet habt. Eisbrecher. Also, jetzt meine ich nicht die Bands und ich meine auch nicht solche Schiffe, die durch große Eishaufen fahren. Nein, ich rede von Sprüchen oder Verhaltensweisen, wie man sehr leicht in soziale Gruppen reinkommt, anerkannt wird und immer für einen Lacher sorgt. Immer ist übertrieben. Solltet ihr nicht so oft sagen. Ha. Nein. Nochmal kurz im Ernst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Einige Leute, die ich kenne und auch mir selbst, ging es lange so, dass ich, wenn ich irgendwo hingegangen bin, wo ich mich vielleicht nicht so gut auskannte oder wo ich nicht schon meine, Bezugsperson hatte, fühlt man sich vielleicht ein bisschen unwohl oder man weiß nicht, hier so, passe ich hier rein oder hey, wie spreche ich die Leute hier an? Sind die hier gut drauf? Und dementsprechend fällt das manchmal nicht ganz leicht. Also, hier ein paar Sachen, oder Möglichkeiten, wie ich das für meinen Teil zum Beispiel mache. Einmal, ganz wichtig, auch wenn es schwerfällt, ein Lächeln. Ein Lächeln sagt sehr viel über einen aus. Ein Lächeln sagt, hey, Mensch, mit mir kann man Spaß haben. Wenn ich durch die Gegend gehe und Leute anlächle und ihnen freundlich zunicke und das mit einer Körperhaltung, die ihnen signalisiert, so, hey, na, wie geht's? Was soll einem da Schlimmes passieren? Dann wird einem oft freundlich zugelächelt, auch wenn die Leute davor grimmig geschaut haben oder so. Natürlich muss man aufpassen, wie man lächelt. Hey, wie geht's? Nein, das funktioniert meistens nicht so gut. Die richtige Art des Lächelns kann man gerne vor dem Spiegel üben. Manchmal wird einem ein seltsames Lächeln vorgeworfen. Zum Beispiel wird mir gesagt, wenn ich beim Lächeln die Zähne zeige, dann sieht das meistens relativ wahnsinnig aus, dass ich dann... Ich weiß nicht, ich kann dagegen nicht viel ändern. Also, lasst euch vielleicht ein Feedback geben, ob ihr, einen Gesichtsausdruck habt, der eher wahnsinnig oder freundlich wirkt und dann, auf die Straße mit euch und lächelt den Leuten zu. Kommt immer gut an. Zweitens, viele Leute erwarten, dass, andere Menschen auf einen zugehen. Meistens ist das nicht der Fall. Das liegt aber nicht daran, dass ihr nicht attraktiv seid oder nicht freundlich aussieht oder sonst was, sondern dass die Leute Angst haben. Die wissen ja auch nicht, wem sie da gegenüberstehen. Also ist es wichtig, möglicherweise die richtige Kleidung zu tragen, die nicht unbedingt signalisiert, ich hau dir eine aufs Maul. Also da gibt es ja so T-Shirts, Schuhe und was weiß ich. Ich trage gerne Totenkopfschnallen zum Beispiel in meinen Stiefeln. Und dazu rosa T-Shirts. Das wiederum zieht das Ganze ein bisschen ins Lächerliche. Ich finde es einfach lustig. Ich mag Totenköpfe, rosa ist eine lustige Farbe. Und das sind dann immer so Dinge, die erzeugen. Und das finde ich immer sehr sympathisch, weil dann kommt man mit den Leuten oft in Gespräche, die, nicht unbedingt normal sind. Und die machen am meisten Spaß. Kann ich nur empfehlen. Also, halten wir fest. Freundlich, offenes Auftreten. Und wenn ihr merkt, dass euch jemand anschaut oder so, dann wie wär's damit? Einfach mal Hallo, winken. Wenn ihr wirklich mutig seid, je nachdem, wer einem dazu lächelt oder zuwinkt und ob man wirklich gemeint ist und es auch richtig signalisiert, rübergehen und ansprechen. Mensch, das ist aber schon Königsklasse. Für manche vielleicht nicht, viele sind auch einfach zu besoffen, um es dann zu checken oder so. Aber wenn ihr noch bei klarem Verstand seid, euch jemand anschaut, in der Disco oder so, dann ihr einfach aufsteht und drüber geht, dann macht das schon mal Eindruck. Und wenn ihr dann noch einen guten Spruch habt, dann seid ihr drin. Also gute Sprüche sind natürlich immer so eine Sache. Viele finden das eine lustig, die anderen das andere lustig. Ich werde jetzt absichtlich keinen lustigen oder guten Spruch in Anführungszeichen euch empfehlen, da mir äußerst häufig gesagt wird, dass, die Sprüche richtig schlecht sind oder so. Ich möchte keinerlei rassistische Witze oder so unterstützen oder sowas, aber ich nehme gerne einen Witz, weil ich den überhaupt nicht rassistisch finde, sondern den kann man auch mit jeder anderen Gattung machen, oder? Nehmen wir einfach mal eine Berufsklasse. Also, ursprünglich lautet der Witz jetzt trotzdem, ich möchte so erzählen, warum nehmen Rumänen ein Messer mit, wenn sie Autofahren gehen? Damit sie die Kurve besser schneiden können. Schenkelklopfer, total, er kommt richtig gut an. Und gerade wenn jemand irgendwie dann auch alleine da sitzt oder so und dann möglicherweise ein bisschen missmutig schaut oder müde, dann kann man sich doch gerne mal zu der Person hinsetzen und möglicherweise einen Drink anbieten, was von seinem Drink, je nachdem, ob man da jetzt dann rechnen muss, dass da irgendwelche mulmigen Genossen dabei sind.
Und ja, hey Mensch, na, hast du einen schönen Abend hier? Willst du einen Schluck trinken? Mensch, mit wem bist du unterwegs? Ich bin mit dem und dem hier. Da kann man einmal gleich sicherstellen, dass da einer Person es nicht schlecht geht und gleichzeitig möglicherweise eben einen interessanten Menschen kennenlernen. Und gerade wenn man alleine durch die Gegend geistern und eh nicht weiß, was man tun soll, ist es immer eine Möglichkeit, interessante Menschen kennenzulernen, sich selbst einen Gefallen zu tun und auch der anderen Person. Also, wie gesagt, noch eine Möglichkeit, Menschen relativ einfach kennenzulernen. Danach, was auch noch eine Idee ist, ist, achtet auf die Musik. Es gibt so ein paar Lieder, die euch bestimmt wichtig sind. Und es gibt auch noch andere Leute, denen diese Lieder dann, naja, möglicherweise genauso nahe gehen. Wenn da gerade mal so ein Lied kommt, bei dem ihr euch denkt, wow, das spiegelt gerade total meine Gefühlslage oder total meine Wellenlänge wieder, dann guckt euch doch einfach mal um, wer denn gerade den Songtext zum Beispiel mitsingen kann. Wer, ich weiß nicht, besonders anfängt zu tanzen da, weil es ihn einfach so mitnimmt. Und möglicherweise könnt ihr danach zu dem hingehen und sagen, ey, yo, das war ja richtig krass, was du da gemacht hast oder so. Ich feiere den Song auch total. Bock auf was zu trinken, willst du einen rauchen, was auch immer. Oder woher hast du die Moves? Where do you got the moves? Das sind lauter Sachen, wo ihr unglaublich schnell, unglaublich freundliche Leute kennenlernt, weil wenn ihr bei sowas abgewiesen wird, wenn ihr mit einem Lächeln auf den zugeht, denen was anbietet und ihnen dann noch ein Kompliment macht, dann haben die entweder einen verdammt miesen Tag oder sind auch keine Leute, mit denen man möglicherweise längere Zeiten Kontakt haben möchte. Wie gesagt, Timing ist natürlich auch immer wichtig, aber ich glaube daran, dass ihr einigermaßen Menschenkenntnis habt oder sie so zumindest erlangen könnt. Weitere Eisbrecher, die man nicht benutzen sollte, sind der Stolpertrick, bei dem man versehentlich jemandem mal ein bisschen von seinem Drink über das T-Shirt oder sowas schüttet. Das kann zu unheimlich süßen Situationen führen, ist aber meistens wirklich dann erst süß, wenn es versehentlich passiert und nicht aus, naja, böswilliger Absicht. Außerdem, wenn man nichts zum Umziehen hat, ist es gegenüber der anderen Person äußerst respektlos. Vor allem, wenn man im Laufe des Abends merkt, dass die Person dann doch nicht so interessant ist, wie das Äußere zunächst zu vermitteln hat scheint. Genau. Des Weiteren, sucht euch Klamotten aus, in denen ihr euch wohlfühlt. Zwingt euch in keine Rolle, bei der ihr euch denkt, Mensch, das muss doch funktionieren, sondern versucht ihr selbst zu sein, aber mit Selbstbewusstsein, weil ihr seid ganz bestimmt Menschen, die einiges auf dem Kasten haben, die viel zu bieten haben und die sich dafür auch nicht verstellen müssen. Ich dachte früher, ich muss mich verstellen. Und immer wenn ich mich verstellt habe, ist es am Ende nur schief gegangen. Das heißt, ein bisschen mehr Respekt vor sich selbst, ein bisschen mehr Zuversicht. Und ich wette, ihr werdet viel mehr positive Resonanz erfahren letztendlich, als ihr vielleicht denkt. Und den Coolen zu spielen oder den Harten oder den, ja, was weiß ich, hat noch nie funktioniert. Und bleibt ihr selbst, bleibt euch treu und vor allem habt Respekt voreinander. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ich hoffe, ihr werdet viele neue, spannende Leute kennenlernen, viele Geschichten zu erzählen haben und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja auch mal. Sprecht mich an, ich freue mich auf euch und wenn ihr mal im Raum Baden-Württemberg seid, dann meldet euch. Vielleicht findet man ja mal die Möglichkeit, ja, gemeinsam zu tanzen, zu feiern und sich kennenzulernen. Bis dann, alles Gute und bis zum nächsten Mal.